CSU spricht jetzt der Kollege Jürgen Hart. Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben gerade in einem Staatsakt uns vom Bundespräsident und früheren Außenminister Walter Scheel verabschiedet. Als Wahlkreisabgeordneter für Solingen, die Heimatstadt von Walter Scheel, darf ich sicher sagen, dass das eine sehr würdige Veranstaltung war, der auch vor Ort sicherlich etwas nachfolgen wird. Ich fand auch die Reden, die wir gehört haben, sehr zutreffend im Blick auf Walter Scheel. Man muss nicht jedes politische Detail der Einsortierung in die Zeitgeschichte teilen. Ich glaube, die Bundesrepublik Deutschland war unter einem Außenminister und Bundeskanzler Konrad Adenauer auch schon ganz schön erwachsen, aber es war auf jeden Fall eine gute Rede, die wir gehört haben. Und wir haben eine große Einigkeit in der Bewertung und in der Einschätzung der Bedeutung der Außenpolitik auch da zum Ausdruck gebracht. Und das ist ja etwas, was dieses Haus auszeichnet und was letztlich auch ein wesentlicher Teil unserer Schlagkraft, unserer Bedeutung in der Außenpolitik ist, dass wir uns eben schon bemühen, das aus der parteipolitischen Alltagspolitik ein Stück weit herauszuhalten, zumindest an den Punkten, wo wir glauben, dass es dem Ansehen Deutschlands dienlich ist, wenn wir gemeinsam stehen. Wenn wir auf den Bundeshaushaltsentwurf 2017 blicken, so werden wir als Abgeordnete natürlich sehr sorgfältig darauf achten, inwieweit alle Positionen, die dort von der Regierung beantragt werden, tatsächlich auf das große zentrale Ziel einzahlen, nämlich Bekämpfung von Fluchtursachen. Welcher Beitrag jede einzelne Maßnahme, jede einzelne diplomatische Anstrengung leistet, um tatsächlich das Problem, die Herausforderung, dass in der Welt weit über 60 Millionen Menschen auf der Flucht sind, mehr als am Ende des Zweiten Weltkrieges, dass die Außenpolitik durch Vorsorge und durch Hilfe, dass Stabilität in die Heimat dieser Menschen kommt, entsprechend ihren Beitrag leistet. Wir haben das in den vergangenen Monaten schon getan als Deutschland. Deutschland hat klare Zusagen gemacht an die Völkergemeinschaft finanzieller Art. Ich erinnere an die Londoner Konferenz. Der Deutsche Bundestag war auch einverstanden damit, dass die Bundesregierung noch mal einen kräftigen Batzen obendrauf gelegt hat bei der humanitären Hilfe. Wenn man allerdings mit den Ländern spricht, die die Flüchtlinge beherbergen, wie viel von dem in London versprochenen Geld, insgesamt 11 Milliarden Dollar, glaube ich, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, angekommen ist, konkret in Jordanien, dann stellt man fest, es gibt ein großes Delta zwischen dem, was zum Beispiel von Deutschland eingezahlt ist und dem, was konkret auch schon umgesetzt ist vor Ort. Ich würde mir wünschen, dass die Bundesregierung übernächste Woche beim UN-Flüchtlingsgipfel und bei der Leaders-Konferenz, zu der der amerikanische Präsident, unter anderem auch die deutsche Bundeskanzlerin nach New York eingeladen haben, dass dort auch noch mal ein klares Signal ausgeht, dass erstens die Völkergemeinschaft bereit ist, viel zu tun, und dass man zweitens auch diejenigen, die dafür verantwortlich sind, anstiftet, schnell und rasch zu handeln und nicht mit übermäßiger Bürokratie die Dinge möglicherweise zu verzögern. Das wäre, wie ich finde, ein großes Anliegen. Wenn man die Höhe des Haushalts sieht, der Kollege Leuthardt hat darauf hingewiesen, so stellt man fest, dass der operative Teil der Ausgaben steigt gegenüber dem Vorjahr. Die Reduzierung des Gesamtetats hat damit zu tun, dass wir bei den Vereinten Nationen unseren Mitgliedsbeitrag zahlen. Und da gibt es eben keine gleichmäßige jährliche Zahlung, sondern da hatten wir letztes Jahr, genauer gesagt in diesem Jahr 2016, eben den großen Berg an Beitrag zu zahlen in diesem Dreijahresrhythmus. Und das geht entsprechend runter. Also das bitte ich doch auch Herrn Leuthardt zu akzeptieren. Ich glaube allerdings, dass wir darüber nachdenken müssen, ob wir bei humanitärer Hilfe und bei der Frage der Ertüchtigung unserer Partnernationen möglicherweise noch mal im Bundestag prüfen, ob da mehr zu tun ist. Ich vermute auch, dass die Bundesregierung ja von der UN-Konferenz aus New York nicht möglicherweise auch vielleicht doch noch die eine oder andere Verpflichtung mitbringt, der wir uns dann hier im Haus offen zeigen werden. Also in diesem Bereich signalisiere ich für die Union Gesprächsbereitschaft und entsprechenden gegebenenfalls Bereitschaft zur Anpassung. Lassen Sie mich nun noch zum Thema Bekämpfung der Fluchtursachen auf die einzelnen Regionen kommen. Und da hat der Außenminister richtig darauf hingewiesen, ist natürlich unser Verhältnis zur Türkei und die Rolle der Türkei eine ganz entscheidende. Die Türkei hat sich nun mit Bodentruppen aktiv in den Konflikt in Syrien eingemischt, weil sie eine konkrete Gefahr für ihre Südgrenze sieht, von dem, was im Norden des Irak passiert.
Sie nimmt da meines Erachtens ein völkerrechtlich legitimes Recht der Selbstverteidigung wahr. Ich warne allerdings davor, die Türkei darf nicht einen Zustand erzeugen, wo diejenigen, die gemeinsam gegen den IS kämpfen, miteinander ins Gehege kommen. Das muss alles auf die gleiche Karte einzahlen. Es muss jeder seinen Beitrag leisten. Und die Türkei darf eben auch das, was andere Nationen und andere Kräfte dort tun, nicht behindern. Ich glaube, da sollten wir als Deutschland sowohl hinter verschlossenen Türen als auch öffentlich ganz klar sagen, was wir von der Türkei erwarten. Wir haben mit der Türkei ein funktionierendes Abkommen der Europäischen Union, das uns hilft, die Flüchtlingsströme ein Stück weit zu kanalisieren und zu begrenzen. Ich halte hier für die Union fest, dieses Abkommen ist nicht verbunden mit einem Rabatt in der Visafrage. Ich halte es für ganz wichtig, dass wir an den 72 Kriterien festhalten, die die Europäische Union für die Visaliberalisierung vorgesehen hat. Die gelten ja im Übrigen nicht nur für die Türkei. Wenn diese 72 Kriterien erfüllt sind, ist die Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger Europas höher, als sie heute ist, auch ohne Visa. Weil was nützt ein gutes Visa in einem Pass, der entsprechend nicht die notwendige Sicherheit bietet, dass auch derjenige, der den Pass mitbringt, auch derjenige ist, der dahinter steckt. Also von daher ist diese Visa-Liberalisierungspolitik der Europäischen Union von uns voll und ganz zu unterstützen und es wird keinen Rabatt geben. Ich glaube allerdings genauso, dass wir selbst angesichts der erheblichen Irritation, die wir auch in der Nachfolge des Putschversuches erlebt haben, dass wir der Türkei die Fortsetzung der Beitrittsgespräche nicht verwehren sollten. Ich glaube, das ist eine starke Ermutigung für alle diejenigen Kräfte in der Türkei, die im Augenblick in der Defensive sind und die ein dem Europa zugewandtes, eine dem Europa zugewandte Türkei wollen. Wenn wir unsererseits diese Gesprächsmöglichkeiten und diese Verhandlungsmöglichkeiten kappen würden, würden wir letztlich diesen Kräften die Rückendeckung rauben. Im Übrigen sind ja Beitrittsverhandlungen auch keine Verhandlungen, wo man ausdealt, was man von unserem EU-Bestand aufgibt, sondern sind Verhandlungen, bei denen festgestellt wird, wie ist der tatsächliche Rechtsstand in der Türkei, wie ist die Gesetzeslage und die Praxis der Anwendung in der Türkei im Verhältnis zu dem, was EU-Recht ist. Und dann wird festgestellt, was dort zu korrigieren ist. Und ich glaube, auch konkrete Verhandlungen führen eher dazu, dass die türkische Regierung mit ihren Bürgern ins Gespräch darüber kommt, warum es diese Deltas zwischen dem, was EU-Recht ist und dem, was türkische Rechtspraxis ist, tatsächlich gibt. Die Beitrittsverhandlungen sind eher ein Weg, die Verhältnisse in der Türkei zum Besseren zu fördern, als das Gegenteil. Ich freue mich, dass es jetzt gelungen ist, dass möglicherweise tatsächlich in Kürze deutsche Abgeordnete Incirlik endlich besuchen dürfen. Ich habe ja angemahnt, dass das im Zweifel auch auf NATO-Ebene angesprochen werden muss, wenn eine bilaterale Lösung nicht möglich ist. Aber diese bilaterale Lösung zeichnet sich jetzt nun ab. Und ich würde mir auch wünschen, dass die türkische Regierung in Kürze auch wieder einen Botschafter nach Deutschland entsendet, sodass wir da auch wieder zu normalen Verhältnissen kommen. Das führt mich zum größten Ort, aus dem die Flüchtlinge zu uns nach Europa kommen und in die Türkei und nach Jordanien und in den Libanon, die Situation in Syrien. Wir haben dort seit 5,5 Jahren einen grauenhaften Bürgerkrieg. Und das, was wir in den letzten Wochen in Aleppo erlebt haben, ist quasi in einem Brennglas das, was das syrische Problem an sich darstellt. Aleppo zeigt, dass dieser Konflikt militärisch nicht zu gewinnen ist. Weder von Assad, trotz der Unterstützung Russlands, noch von den Oppositionskräften und dass nur eine Verhandlungslösung letztlich dazu führen kann, dass dieses Land in einen dauerhaften Frieden zurückgeführt wird. Und dass Russland sich so beharrlich weigert, die eigenen von Russland mit unterstützten Resolutionen des Sicherheitsrates, Zugang humanitärer Hilfe, keine Fassbomben umzusetzen, hat meines Erachtens damit zu tun, dass Putin natürlich durch die Entscheidung, sich auf die Seite Assads zu stellen, die Erwartung in seinem Land geweckt hatte, dass tatsächlich diese russische Hilfe auch ausreichen würde, um Assad entsprechend zu stabilisieren, um ihm die Souveränität in seinem Land zurückzugeben. Das ist so nicht der Fall. Und es ist deswegen ein weiter Weg und sicherlich auch ein konfliktreiter Weg in internen Diskussionen in Russland, jetzt klarzumachen, dass man möglicherweise doch auf eine friedliche Konfliktlösung setzt. Deswegen ist es so schwierig und ich kann die Bundesregierung nur ermutigen, immer wieder beharrlich darauf hinzuwirken, dass
Amerika und Russland sich verständigen und dass auch Saudi-Arabien und der Iran mit im Boot bleiben, so wie das ja im November bei der Wiener Konferenz letzten Jahres gewesen ist. Vielleicht ist ja in den nächsten Tagen und in Wochen wieder Gelegenheit, dass die beiden Präsidenten miteinander reden, USA und Russland, und dass man ganz konkret doch an diesem Punkt entscheidend vorankommt. Wie wir überhaupt seit einigen Jahren als Elephant in the Room, würde der Amerikaner sagen, die Amerikaner, die Russen schon in vielen Konfliktsituationen nicht als diejenigen haben, die den Konflikt entschärfen, sondern eher dazu beitragen, dass die Konflikte nicht beigelegt werden können. Ich habe das in Syrien eben versucht darzulegen. In der Ukraine ist Russland Aggressor, in der Krim und im Osten der Ukraine. Das sind Zustände, die wir so nicht hinnehmen können. Wir wissen, dass es keine militärische Lösung für den Ukraine-Konflikt gibt. Das hat sich auch meines Erachtens in der Welt insgesamt durchgesetzt. Die Diskussionen von vor 2 Jahren in Amerika sind an diesem Punkt doch weitgehend verstummt. Aber es bedeutet, dass wir einen langen Atem bewahren müssen und dass wir mit unseren Forderungen an Russland, dass dieser völkerrechtswidrige Zustand in der Ukraine aufgelöst wird, dass wir diese Forderung konsequent aufrechterhalten müssen. Wir wissen auch, was wir an den Amerikanern haben, wenn es um diese doch sehr ausschließlich oder spezifisch europäischen Probleme geht. Und deswegen rate ich dazu, die transatlantische Partnerschaft mit Nordamerika, mit den USA und mit den Kanada zu pflegen. Sie sind verlässliche Partner, das haben wir jetzt gerade im Warschauer Gipfel der NATO wieder erlebt, wenn es darum geht, dass Europa sich ein Stück weit rückversichert, dass es auch tatsächlich in der Lage ist, das eigene Territorium zu verteidigen, dann stehen die Amerikaner bereit, auch nicht nur mit guten Worten, sondern auch ganz konkret mit Soldaten. Und neben dem, was Deutschland und andere Nationen in östlichen, osteuropäischen NATO-Partnerstaaten machen, sind ja die Amerikaner eben auch bereit, mit einem vergleichbaren Einsatz zusätzlich reinzugehen. Wir haben in Nordamerika einen dauerhaften, festen Verbündeten, wenn es um die Verteidigung der Freiheit in der Welt geht. Und wir haben einen festen Verbündeten, wenn es um die Verteidigung der Regeln fairen Welthandels geht. Und deswegen finde ich es erstens gut, dass wir mit Kanada zum Abschluss des CETA-Abkommens kommen werden. Ich bin sicher, dass das uns gelingen wird. Der Deutsche Bundestag wird im September wohl darüber auch debattieren. Und ich rate dringend dazu, dass wir trotz des Wahlkampfgetöses auf allen Seiten, dies und jenseits des Atlantikes, das Ziel, ein faires und gutes, umfassendes Handelsabkommen mit den USA, zwischen der Europäischen Union und der USA hinzubekommen, dass wir dieses Ziel nicht aufgeben. Ein Blick unserer Außenpolitik muss ganz klar auch nach Afrika gehen. Sowohl was Libyen angeht, der Außenminister hat das dargestellt, Deutschland ist diplomatisch stark engagiert bei der Suche nach einer Lösung für Libyen, aber eben auch mit dem, was im übrigen Afrika passiert. Wir wissen, dass dort ganz viele Staaten in einer fragilen Lage sind, sodass die Menschen, gerade junge Menschen, im Zweifel ihr Heil im Ausland und in Europa suchen. Es ist gut, dass die Bundesregierung speziell mit Niger und mit Mali jetzt Migrationspartnerschaften entwickelt, um Lösungen zu finden, wie die Menschen im Land gefördert und damit auch im Land gehalten werden können. Auch unser Bundeswehrengagement in Mali ist ja erheblich. Das ist aus meiner Sicht möglicherweise der gefährlichste Einsatz, den die Bundeswehr gegenwärtig fährt. Mali ist ein Durchgangs- und Schlüsselland für die gesamte westafrikanische Region. Wenn man sieht, wie sich dort Terroranschläge entlang der Hauptverkehrswege Richtung Süden bewegen, man sieht, wenn Mali destabilisiert werden würde endgültig, dann hätten wir ein ganz großes Problem auch in anderen Staaten der Region und vor allem eben auch einen großen Migrationsdruck an die nordafrikanische Küste. Deswegen glaube ich, dass wir uns dem Thema Afrika und des Beitrags Deutschlands und Europas zur Stabilisierung Afrikas in den nächsten Jahren noch stärker widmen müssen, als wir das heute bereits tun. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der